So, Freunde der käuflichen Liebe, weiter geht's mit God of War Ragnarök. Da, quasi nach Ragnarök. Man weiß es nicht. Und auf der Suche nach Kratos. Unsere Bruder? Yep. Finden wir später noch was Leckeres. Na gut, ich bin dran. Wer ist das? Hm? Ja, wir kennen ihn. Vielleicht überrasche ich dich ja bald mal. Oh, hast du schon. In guten Händen. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich entschied, dass ich das Ende besser selbst schreibe. Du hast es deinem Vater nicht gesagt, oder? Was gesagt? Komm schon. Riesenvision. Ich hab's gesehen. Verstehe. Alles in mir sagt, dass ich das tun muss, aber ich... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Euch beiden. Ich will nicht stören. Das ist auch für dich. Atreus, schön, dass es dir gut geht. Ja, und dir auch. Hm. Okay. Was kommt nu? Ich bin gespannt, also, muss ich sagen. Wie endet die Geschichte? Was? Vor Ragnarök. Du hast versprochen, zu Ende zu erzählen. Als der Tod eintraf, fragte er, weshalb der alte Mann ihn gerufen hatte. Mit dem Tod vor Augen überdachte der alte Mann seine Bitte nochmal. Nach einem Moment fragte er, ob der Tod ihm die Stämme auf den Rücken legen könnte, damit er seine Reise fortsetzen kann. Er war nicht bereit zu sterben. Er wollte weiterleben. Das ist eine Menge Rauch. Offenbar sind Teile von Asgard überall in den Welten gelandet. Vielleicht sind noch einige Einherjahre in ihrer Nähe. Aber auch? Deshalb habe ich dich nicht hergebracht. Hm. Okay, was nun? Ah. Mutter? Mein Schrein in Jötunheim. Sie hat ihn zerstört. Wir sollen unser Schicksal nicht kennen. Wegen ihr wählten wir unseren eigenen Weg. Sie wandte sich gegen ihr eigenes Volk. Unser Volk. Um euch zu schützen.
Sie gehen nicht alle auf. Tut mir leid. Vater, ich muss mit dir über was reden. Da draußen sind andere Riesen. Und ich muss sie finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind, aber ich bin für sie verantwortlich. Ich muss das allein tun. Ich will es nicht allein tun, aber es muss sein. Es ist schwer zu erklären. Macht es dir Angst? Ja. Und deswegen musst du es tun. Wie du gesagt hast. Ja. Wir haben heute wegen deiner Entscheidungen überlebt. Wem du traust. Wen du Freund nennst. Sohn, du bist bereit. Wir haben's versprochen. Loki wird gehen. Atreus wird bleiben. Kümmere dich um alle.
Was hast du dort gesehen, Bruder? Ein Weg. Den ich mir nie erträumt hätte. Und was jetzt? Es gibt viel zu tun. Wieder aufzubauen. Wollt ihr mir helfen? Ja. Wir schaffen das. Gemeinsam. Okay. So. Ah. Ich habe mich gerade schon gefragt. Das muss so irgendwann abspannen oder sowas kommen. Alles klar. Da kommt jetzt. Oh. Alter, ist das. Oh. Es ist so geil gemacht, das Spiel. Der Soundtrack halt. Oh. Richtig, richtig geil. Ja, ich überlege jetzt gerade, hat es mir mehr Spaß gemacht als der Vorgänger? Also mindestens genauso viel. Das auf jeden Fall. Ja, mehr ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen. Also der Vorgänger, der hat mich auf jeden Fall auf gut Deutsch richtig weggeblasen. Der war richtig, der war ja auch richtig, richtig gut. Wir sollten wohl über Gnau reden. Wir müssen nicht über sie reden. Wir müssen sie nur finden. Aber Odin wählte sie zu seiner neuen Walkürenkönigin, eine Warnengöttin, deine Freundin. Gnau schwor Asgard vor langer Zeit die Treue und unsere Freundschaft endete kurz danach. Was ist passiert? Ich traf eine Wahl, die sie nicht akzeptieren konnte. Kratos, sie hasst mich. Sie wird uns Probleme machen. Besser wir finden sie, als sie uns. Na, Chapeau. Also was ich sagen wollte, der Vorgänger, der hat mich ja richtig weggeblasen, weil der halt auch grafisch, von der Inszenierung her, war der auch, wie gesagt, auch bombastisch, so wie der hier. Und noch einen für den großen Höchst selbst. Skull! Skull! Ich will auch so einen Humpen. Dann nicht. Der hier, und ja, der jetzt hier Ragnarök, der war schon... Ja, also ich würde die auf eine Stufe stellen. Also der hier war halt auch von der Inszenierung her, gameplay-technisch, Bombe. Ne, kann man nicht anders sagen. Grafisch sowieso. Hat mir auf jeden Fall richtig, richtig Bock gemacht. Ich hoffe euch auch. Sowohl im Stream als auch auf YouTube. Leb wohl, Kratos. Danke. Vielen Dank. Wir bringen so viele Vorräte mit wie möglich, aber viel wird es nicht. Mach dir keine Sorgen. Jeder, der in der Lage ist, kann mehr Vorräte holen. Asen und Warnen. Gemeinsam. Mhm. Okay, dann lasse ich euch mal wieder alleine. Ja, in dem Sinne, gucken wir mal. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt als nächstes zocke hier auf dem Slot. Lassen wir uns doch mal überraschen. Oh, Hallöchen. Freya. Mimir. Meine Herren. Schildmeiden. Blessadur. Hast du die Verräterin Gnau schon gefunden, was, liebe bitte? Freya? Noch nicht. Bald. Eine Sache noch. Wir möchten unser Beileid aussprechen. Wofür? Für deine Familie. Deinen Bruder. Wir wollten nicht neugierig sein. Das war vor einer Ewigkeit. Geschundene Erinnerungen.
Ich bin überrascht, dass noch etwas da war. Hättest du es mir doch gesagt. Ich hätte es verstanden, ich... Was geschehen ist, ist geschehen, lieber Mimir. Ich weiß deine netten Worte zu schätzen. Ne, wie gesagt, gucken wir mal, was jetzt auf dem Slot hier kommt. Also sowohl was Twitch angeht, Montagabend ab, ja, ne, wenn ich Zeit habe, 18, 19 Uhr, als auch auf YouTube im 18 Uhr Slot. Mal gucken. Oh Gott. Alter, Ragnarök ist vorbei, aber es gibt noch viel zu tun. Erkunden Sie die Welten, um die Überreste von Asgard zu entdecken. Stellen Sie Ihren Mut in Muspelheims Schmelztiegel unter Beweis. Finden Sie furchterregende Berserkerseelen. Schließen Sie Gefallen für Freunde und Verbündete ab. Abenteuer, Herausforderungen und Geheimnisse warten. Ratatöskr wartet mit neuen Yggdrasil-Samen für Weltenreisen. Geil. Na, und auch so jetzt der Übergang vom Ende, sag ich jetzt mal, vom Abspann hier in... Wir könnten uns um ein paar Dinge in, ne, die so kümmern. In die oder offene Welt. Stücke Asgard zu untersuchen. Egal was, wir kommen mit dir. Überreste von Asgard. Geilomat. Lothar hat auch erwähnt, dass es in Raibs Taverne in Svartalfheim eine Gedenkfeier für Brock geben soll. Ich möchte hingehen. Oh. Ja. Auf jeden Fall. Da will ich also auf jeden Fall dabei sein. Jetzt ist nur die Frage, wo wäre denn wohl das nächste Tor? Da. Zum Kompass. So. Zack. Oh, komm schon, Freya. Dann würde ich sagen, reisen wir auf jeden Fall noch mal nach Svartalfheim. Hildiswini hat mir erzählt, wie du Hels Armee sichern wolltest, wollte aber nicht näher auf die Verhandlungen mit Reiswelker eingehen. Genug geredet. Sei bereit. Für was? Was ist denn da? Was sagt die Karte? Oh, die Karte sagt gar nichts. Weißt du etwas über den gefrorenen Drachen? Er gehörte Baldur. Er schnappte sich Atreus und wollte mit ihm fliehen. Wir kämpften auf seinem Rücken. Was er dir angetan hat. Odin gab die Befehle. Nur er trägt die Schuld. Hm, geht nicht, okay. Gut, erstmal egal. Alles klar, dann hier machen wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal auf den Weg nach Svartalfheim. Mimir, da wir jetzt etwas Zeit haben, darf ich dich nach deiner Helheim-Mission mit Hildiswini fragen? Ein andermal. Genau. Konzentration. So, ein andermal gern. Ne, so sehr ich diese Geschichten auch liebe auf den Reisen, weil die halt die Reisezeit quasi angenehmer gestalten. Moment. Svartalfheim. Hier, yeah, ne? Und was ist hier? Die Wüstentür. So. Insel Lyngbakr. Niedervelir. Gucken wir mal. Wo soll die denn wohl sein, die Beisetzung? Hm. Ja, also die möchte ich ja eigentlich schon erleben. Oh, die geht schon los. Hallo, Burschens. Freya, dich beschäftigt etwas. Was ist los? Freyas Schwert. Ich bin froh, dass er es wieder hat. Stahl es Odin? Nicht ganz. Man kann es nicht stehlen. Der Besitzer muss es aus freien Stücken hergeben. Vulgäre Freya neue ließ es Texte in seiner Jugend schmieden. Und es hat wirklich seinen Antrieb abscheulich und seine Leidenschaft inne. Jahrhundertelang schwor er, er würde es bis zu seinem Tod führen. Oder bis er die Liebe seines Lebens trifft. Er und sein Schwert waren beide Romantiker. Mhm. Okay, so, was haben wir hier? Ah, ein Wikingerbegräbnis. Yo. Das ist es. Der Papierkrieg, den der Mann bereitet hat. Ich habe eine Truhe nur für seine Verstöße.
Eine große. Ich habe ihm 20 Arten beigebracht, wie man eine Verstärkung kalt schmiedet. Einmal zeigte er mir eine etwas einfachere Methode. Ups, da liegt er ja. Und von da an nannte er mich seinen Lehrling. Er war ein echtes Arschloch. Ich werde ihn vermissen. Hey, ihr seid da. Wir nehmen gleich Abschied. Okay. Gleich die nächste Frage. Wo ist Sindri? Ich bin schon vielen Leuten begegnet. Du bist einer der wenigen, die ich einen Freund nennen würde. Ich hielt dich immer für eins der dümmsten Wesen, das ich je kannte. Am Ende warst du auch das Mutigste. Ohne dich ist diese Welt ein dunklerer Ort. Wir bringen ihn zu den Svertsanden. Das ist im Sumpf bei der Fähre. Wir warten da auf euch. Okay, die Gruppe in den Svertsanden treffen. Okay, Gesundheit ist voll. Habe ich eine Krähe gehört? Oder sind das die Vögel? Okay. Hier, da ist noch eine Truhe. Wie komme ich da hin? Aha. So, vielleicht. Ding, ding, ding. Hier. Was ist das denn? Funken da. Interessierst du dich jetzt für Botanik? Was ist das? Brems. Okay, wo muss ich jetzt hin? Wo ist denn das? Da unten am Arsch der Heide auf gut Deutsch. Alter Vater. So, Moment. Hier. Da ist ein Tor. Jetzt ist wieder die Frage, wie komme ich da hin, ey? Oh Mann. Hier verlaufe ich mich doch ständig. Wobei, wahrscheinlich muss ich hier wieder durchs Haus durch. So, klopf, klopf. Ich muss hier einmal durch, danke. Alter. So, hier wieder raus. Und dann ist hier unten irgendwo die Tür. Nö. So. Erstmal ein bisschen was kaputt machen. Da ist die Tür. So, zack. Dann reisen wir mal nur innerhalb von Svartalfheim. Das geht ja wohl, ne? Sehr schön. Hier runter nach da. Weh, da ist kein Hafen. Dann ist hier aber, ne? Also dann ist mindestens Polen offen. Oh, halt. Kurzer Weg. So, hier. Da ist ein Boot. Das nehmen wir. So, ich bin mal gespannt, ob es ein DLC zu Ragnarök geben wird. Ja, weil theoretisch mit Atreus die Geschichte, die lädt ja dazu ein, ne? Erzählt zu werden. Also. Apropos Geschichte erzählen. Mimir, sag was. Bin ich hier richtig? Ja, gleich muss ich irgendwie nach links, wenn möglich. So, Hacksilber. So. Ja, mal ein bisschen Gas geben. Ah. Oh, da ist auch noch ein Riss. Irgendwie komme ich gar nicht näher, ey. Hier geht's auch nicht. Ey, sag mal.
komme ich denn da hin? Hallo? Ich kann hier nur diesem Fluss folgen, aber nicht hier. Da oben wäre noch eine Kiste. Oh doch, da komme ich durch. So, Rea, Kopf einziehen. Dumm die dumm. Tja, Freunde der Sonne, was willst du machen? Kannst du machen nix. Kann ich hier anlegen? Nee, auch nicht. Hallo, Anlegestelle. Wieso gibt's hier keine? So alles Schmuck. Na gut. Hilft ja alles nichts. Ich würde sagen, zumindest für YouTube, ne, beende ich hier jetzt die Folge God of War Ragnarök. Ja, und damit auch das Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Im Stream werden wir ja ab und zu noch weiter zocken. Und auf jeden Fall ja noch ein paar Nebenquests machen, Trophäen sammeln. Ne, was man halt in dem Spiel so macht. Genauso Spider-Man Miles Morales muss ich ja auch noch weiter zocken. Oder will ich ja noch weiter zocken für die Trophäen und bla bla bla. Naja, aber wie gesagt, für YouTube war es das jetzt erstmal. Wenn ihr noch Bock drauf habt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei. twitch.tv/schule83. Montags, Mittwochs und Freitags. Jeweils so ab 18, 19 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.